Vor 10, 12 Minuten wieder rausgekommen aufs Spielfeld, haben sich neu aufgewärmt, haben sich wieder auf Betriebstemperatur gebracht. 1:0 für Rapid nach diesem Eckball von Thomas Murg. Kommt der Ball zu Kapitän Stefan Schwab und der hat die Ruhe, die Coolness, die Übersicht und die Genauigkeit und bringt Rapid hier nach dieser Standardsituation mit 1:0 in Führung. Er wird da alleine stehen gelassen am Elfmeterpunkt und das regt sich für Slovan, das ist der. Achtung, Moha nimmt wieder Fahrt auf, wieder ein guter Vorstoß. Und dann das Super-Tackling, alles sauber, alles gut gemacht. Mutig, ja, der kämpft da, kommt da hin. Ja, das ist keine schlechte Idee, das ist gar keine schlechte Idee. Achtung! Und das ist der Ausgleich! Kopfball, Boden auf, unangenehm für Strebinger. Sonnleitner verschätzt sich. Wie auch immer, es ist ein ärgerliches Problem. Wir sehen die nächste Rapid-Chance und die super Abwehr von Greif. Das war eine ganz wichtige Parade des jungen Goalies. Es geht schon wieder los! Auf der anderen Seite und ein Eigentor von Baraj. Ein guter Pass auf den schnellen Czavlic. Sie sehen, wie die Sache endet. Das war auch gut gespielt von Slovan. Augenblicken die Nerven, er läuft an und scheitert an Greif. Nachschusschance. Abgewehrt auf der